Ein Haus? Mit einer völlig Fremden? Na komm, wir arbeiten schon seit fast einem Jahr zusammen. Ja, wart ihr denn wenigstens mal in Urlaub? Ich meine, das ist die Voraussetzung für so eine Unternehmung. Ja, das waren wir. Und weißt du auch wo? In Andalusien auf einem Flamenco-Workshop. Du tanzt Flamenco? Da liegt die Möglichkeit, sich lächerlich zu machen, sehr nah. Ja, das stimmt, aber es macht Spaß. Du bist ja richtig abenteuerlustig geworden. Im Gegenteil. Ich werde sesshaft und dann habe ich endlich einen eigenen Garten. Willst du jetzt nun die Fotos sehen vom Haus oder nicht? Ja, sicher. So. Au. Oh. Hallo, Regina. Ja, was gibt's? Wo steckst du? Auf dem Weg in die Sachsenklinik. Regina Ströwe, plötzlich auftreten heftige Schmerzen im Ober- und Mittelbauch, Übelkeit unterbrechen, starker Blutdruckabfall. Sie hat 7 Milligramm Cumisid IV bekommen. Behandlungsraum 2, bitte. Dr. Heilmann. Ach, Frau Violet, das ist eine Überraschung. Regina, was ist denn passiert? Sie kennen Sie? Ja, Regina, du musst dir keine Sorgen machen. Sie ist doch gar nicht ansprechbar. Ich komme mit. Frau Grigoleit. Ja, ich habe eine Betreuungsvollmacht. Na gut, dann los. Mädchen. Hat Frau Ströwe Familie? Jemand, den wir benachrichtigen müssen? Nein, ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Sie ist alleinstehend wie ich. Abwehrspannung. Wissen Sie von Vorerkrankungen? Da ist nichts. Bis auf die Parzipperlein, die sich einstellen in unserem Alter. Hm. Keine freie Flüssigkeit? Bauchspeicheldrüse gefällt mir gar nicht. Der Gang ist gestaut. Hier scheint ein kleines Konkrement zu sein. Das Labor soll sich beeilen. Bis später. Trotzdem schön, Sie wiederzusehen. Aber könnten Sie bitte draußen warten? Ja, selbstverständlich. Wir können in der Zeit auch einfach einen Kaffee trinken. Die Cafeteria ist hier gleich um die Ecke. Ja, ich kenne mich hier aus. Ich kenne den Chefarzt, die Oberärztin, die Patientin, sollte ich Sie auch kennen? Ich habe hier mal gearbeitet, aber das war vor Ihrer Zeit. Ach, na dann, herzlich willkommen zu Hause. Danke. Können wir los? Ach, das war ja am Bier, können wir vergessen. Morgen muss ich mit Bier ins Kino. Akute Pankreatitis. Odomatös? Partiell nekrotisierend, Gangverschluss ist gerade reingekommen. Wie gehst du vor? Na, erstmal konservativ, ERCP. Ja, wenn die endoskopische Methode nicht funktioniert, kannst du immer noch eine minimale invasive Nekroektomie machen. Ja, dann gehe ich mal nach Hause. Das gibt Schlimmeres. Mein Vater. Sind Dennis schon hier? Hey, bist du da? Ja, Roland hat keine Zeit, er muss noch arbeiten. Ja. Telefon ist schon eine gute Sache. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Willst du was essen? Ich habe Lasagne gemacht. Nee, ich habe schon in der Klinik gegessen, danke. Ich muss noch was vorbereiten fürs Fotolabor. Ja, Steffen schläft heute noch mal hier. Klar, ich kann mir ein Leben ohne ihn auch schon gar nicht mehr vorstellen. Er sucht wirklich eine Wohnung, aber das ist nicht so einfach. Ich geh schon zu ihm. Ich muss eh noch was für eine OP vorbereiten. Bis dann. Was war das denn gerade? Dein Vater weiß schon, dass wir nicht nur Händchen halten, oder? Ja, klar. Aber es ist trotzdem nicht gerade schön, wenn wir vor ihm rummachen. Wenn er einfach so reinplatzt. Er wohnt hier. Ja, du auch. Ich sollte wohl besser gehen. So ein Quatsch. Darf man ja allgemein keinen Spaß haben? Oder machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben? Na klar, darf man. Speicheldrüse? Damit ist aber nicht zu spaßen. Also Barbara, was du nicht alles im Vorzimmer des Klinikdirektors gelernt hast. Ja. Du, bis zu unserem Notartermin bin ich wieder in Ordnung. Ja, versprochen. Ja, ja. Den kann man zur Not auch verschieben. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann schnappt uns noch jemand unser Haus weg. Oh. Und morgen müssen die Förderanträge raus. Mhm. Und unser Darlehen. Stopp mal.
Ich löse morgen meinen Bausparvertrag auf und dann kümmere ich mich darum. Gut zu wissen. Falls ich ja jetzt im Pflegefall werde. Wirst du nicht. Und wir wollten ja auch füreinander da sein. Stimmt. Um zusammen in lauen Sommernächten auf unserer Terrasse zu sitzen bei Kerzenschein und einem guten Glas Rotwein. Ja, auch das. So, Frau Ströhr, wie kommt der Kamillentee? Das klingt ja verlockend. Der ist gar nicht so eklig, wie man immer denkt. Alles eine Frage der inneren Einstellung. Und wer weiß, vielleicht ist ja morgen schon wieder eine Tasse Kaffee drin. Ich fürchte, daraus wird nichts. Ja, der Chef hat leider das letzte Wort. Ich habe jetzt alle Befunde vorliegen. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Eine akute Pankreatitis. Barbara, könntest du mir vielleicht was zum Wechseln bringen? Mhm. Der Schlüssel ist da drin. Ja. Das hat aber bis morgen Zeit. Gut, wie du willst. Dann bis morgen. Tschüss, Herr Doktor. Na dann, klären Sie mich mal auf. Tut mir leid, Herr Haas ist noch beschäftigt. Er kommt zu Ihnen, sobald er fertig ist. Danke, in Ordnung. Hier sind die Unterlagen von Frau Ströfe. Danke. Sie werden schmerzlich vermisst von Frau Greve, Frau Meier und Frau Schulz. Neue Tabletten bekommen, Verband gewechselt und eine Runde Poker gespielt. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Sie scheinen einen Schlag bei den Frauen zu haben. Jedenfalls bei denen über 50. Oh. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie schon so alt sind. Meine Bauchspeicheldrüse verdaut sich von selber. Oh, klingt ja gruselig. Und woher kommt das? Gallensteine, die häufigste Ursache bei Frauen. Ja, ich lasse ja wohl kein Klischee aus. Ein kleiner Stein blockiert bei Ihnen die gemeinsame Einmündung von Gallen- und Pankreasgang. Dadurch staut sich das Sekret der Bauchspeicheldrüse und greift das eigene Organ an. Müssen Sie operieren? Sie können sich den Eingriff vorstellen wie eine Magenspiegelung. Ich entferne den Stein und belasse eine Drainage. Sobald die Laborwerte grünes Licht geben, können wir langsam wieder mit einer leichten Fettarmkost beginnen. Bis dahin versorgt die Infusion Sie mit Elektrolyten, Glucose und Flüssigkeit. Und wie lange wird das alles dauern? Na, ich hoffe, dass sich Ihr Zustand in einigen Tagen wieder stabilisiert hat. Und damit kann ich leben. Das klang ja anfangs alles viel dramatischer. Eine akute Pankreatitis ist eine ernsthafte Erkrankung. Das sollten Sie nicht unterschätzen. Ihr seid schon richtige Profis, ne? Ja. Herr Haas, ich habe Sie. Ja, super, ich komme später wieder. Spielschulden sind Ehrenschulden. Danke. Chris, Sie pokern doch wohl nicht um Einsätze mit Frau Schulz. Nein, wieso? Nein, also diese Pralinen, die hat eine Freundin mitgebracht und da ich nicht essen kann, gehören Sie zum ganzen Schwesternzimmer. Ja, und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr nett von Frau Ströfe. So, und jetzt müssen wir wirklich weiter zur OP-Vorbereitung. Danke. Sie haben was gut bei mir. Na, solange ich nicht mit Ihnen pokern muss. So gut wie Sie blöffen, habe ich damit kein Problem. Die klingt wirklich gut, die Wohnung. Ja, oder? Sag mal, willst du nicht mitkommen? Morgen, Papa. Doch. Willst du auch einen Kaffee? Nee, ich muss nicht hinweg. Wir haben übrigens Gläser. Ja, weiß ich. Aber... Mal abgesehen davon, dass es unhygienisch ist. Die Milch wird durch die Bakterien schneller schlecht. War sowieso nur noch ein Schluck drin. Ja. Ja, ja. Was? Das verstehe ich nicht. Aber ich hatte doch alle Sicherheiten vorgelegt. So lange. Aha. Gut, dann erwarte ich Ihren Anruf. Wiederhören. Frau Gregolat, Sie können zu Ihrer Freundin, sobald Dr. Heimer mit den Nachuntersuchungen fertig ist. Sie hatte schon einen Eingriff? Vielleicht gestern Abend, aber sie ist wohl auf. Ach, Gott sei Dank. Es fühlt sich sicher komisch für Sie an, hier zu sein. Naja, meine Füße wollten schon automatisch den alten Weg zum Büro laufen. Ich habe gehört, Sie sind jetzt bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Ja, da habe ich auch Frau Ströwe kennengelernt. Arbeiten Sie zusammen? Nein, Frau Ströwe... berät Ärzte bei der Praxisniederlassung und ich organisiere Weiterbildung. Erst die Opernsängerin und jetzt Eventmanagerin. Frau Gregolat, Ihr Leben wird ja immer schillernder. Naja, so schillernd ist es nun auch wieder nicht. Also meine Events heißen Gerinnungsstörung, neue Ansätze in der Therapie oder Stressmanagement im Praxisalltag. Die Weiterbildung könnten wir hier auch gebrauchen. Aber ich freue mich, dass Sie einen interessanten Job gefunden haben. Ohne die Hilfe von Professor Simoni wäre das nicht so leicht gewesen. Ich komme. Wir sehen uns noch? Ja. Tschüss. Ja, nein. Unkraut vergeht nicht.
Du, ich bin über jede Abwechslung bin ich froh. Ja, dann bis bald. Ciao. Mein Ohr glüht, das geht heute schon den ganzen Morgen so. Ach, na, da muss ich mich ja nicht wundern, dass ich dich nicht erreichen kann. Ich habe nämlich gedacht, du hast wieder mal vergessen, deinen Akku aufzuladen. Habe ich auch. Was? Ja, ich telefoniere ja mit dem Kliniktelefon. Na ja, bald kannst du ja auf mich und den Akku aufpassen. Ja, das machen wir schön selbst. Frau Ströwe, die aktuellen Laborwerte sind da. Es gibt eine deutliche Verbesserung, die Therapie schlägt an. Also kann ich bald nach Hause? Wenn alles so weitergeht. Herr Haas wird Ihnen gleich nochmal Blut abnehmen und ab morgen bekommen Sie langsam etwas zu essen. Na siehste, dann können wir den Notartermin ja doch noch wahrnehmen. Barbara, was ist denn? Willst du nicht mehr? Ich kann mein Eigenkapital nicht aufbringen. Das Geld aus dem Bausparvertrag fließt erst in ein paar Wochen. Schade. Der Verkäufer, der wird nicht so lange warten. Und es tut mir so leid. Du hast dich auf mich verlassen und vielleicht finden wir ja noch ein anderes Haus. Ich vielleicht. Aber du? Jetzt sei nicht so pragmatisch. Ich weiß doch, wie sehr du in das Häuschen verliebt bist. Ja, es ist schon ein richtiges Traumhaus. Mit Betonung auf Traum. Barbara, Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen. Und wie soll das jetzt gehen? Ich streck dir das Geld vor. Kurt hat mir genug hinterlassen. Gib es mir ein paar Wochen zurück, ganz einfach. Das würdest du wirklich tun? Ja, natürlich. Ich werde wieder gesund, du kriegst deine Tomaten und wir werden beide glücklich alt und runzelig. Das machen wir. Das ist doch ein guter Grund, um anzustoßen. So ein kleines Pikolöchen, das wäre doch jetzt gut, oder? Ja, das machen wir, wenn du wieder gesund bist. So, ich muss ins Büro. Bis heute Abend, ja? Und danke. Also, in unserem Labor arbeiten ja Vampire und die können einfach nicht genug davon kriegen. Chris? Ja? Wann haben Sie denn heute Feierabend? Ein kleines Rendezvous. Ich warte dann einfach am Eingang auf Sie, okay? Klingt verführerisch. Nur leider kann ich nicht aufstehen. Es wäre mir eine Ehre gewesen. Könnten Sie mir vielleicht trotzdem einen Gefallen tun? Ich meine, ich habe noch was gut bei Ihnen. Ich müsste mal ganz kurz weg. Ist okay, wenn ich jetzt schon Pause mache? Und ich habe gedacht, Sie haben gerade Ihre Mission entdeckt. Das habe ich auch. Ich bin sogar noch in meiner freien Zeit im Dienst des Patienten unterwegs. Kriegerische Schweigepflicht. Hauptsache, Sie sind pünktlich wieder da. Okay, danke. Ich dachte, Steffen sucht sich eine eigene Wohnung, weil seine Eltern nach Dresden gezogen sind. Ja, er findet aber keine und deswegen hängt er bei uns rum. Hotel Papa. Das erinnert mich an eine gewisse Melanie. Wie lange hat die bei uns gewohnt? 3 Monate? Die hat aber nicht unsere Wäsche gewaschen, die danach rosa war. Nein, auf die Idee, was im Haushalt zu machen, wäre überhaupt nicht gekommen. Oliver, komm, ist der Wahnsinn. Ja, aber für dich alleine ist die Wohnung ein bisschen teuer, oder? Alles klappt schon irgendwie. Hauptsache, ich habe erstmal meine Freiheit. Also, ich fand meinen Mitbewohner gar nicht so übel. Ich finde meine Mitbewohner sogar extrem süß. Und mein Vater ist anstrengend. Also schlimm ist er jetzt auch nicht. Ach nein, was war das denn mit der Milch? Er meckert nur rum, die ganze Zeit. Ich will endlich wieder so leben, wie ich es will. Mein Bett hätte sich nur schon so an dich gewöhnt. Sag mal, warum ziehen wir nicht eigentlich zusammen? Die Wohnung ist groß genug, wir können uns die Kosten teilen, es wäre doch perfekt. Gut, ich gebe ja gerne zu, Steffen ist nicht meine erste Wahl. Gibt's sie überhaupt? Ich habe doch nicht grundsätzlich was gegen die Freunde von Marie. Und ich sehe auch, sie ist glücklich. Für den Moment. Ewig dauert die Geschichte ja sowieso nicht. Das ist deine Erfahrung. Nein, das ist in dem Alter quasi vorprogrammiert. Also, ich finde, die Beziehung zwischen den beiden hält schon ziemlich lange. Ich meine, wo ist das Problem? Mein Vater. Marie, du bist 18. Ja, darum geht's auch gar nicht. Aber auch wenn er so tut, er ist immer noch nicht wirklich über Antonia weg. Und wenn ich jetzt auch noch gehe... Oh, du lässt dich ganz schön unter Druck setzen. Ja, und was machst du gerade? Meinst du, es ist schön, ständig zwischen euch zu stehen? Und wenn ich mich jetzt für dich entscheide, das kann ich einfach echt nicht bringen. Nicht im Moment. Ja, ganz klein Moment, Frau Gräber, dann können Sie mir alle Fotos zeigen, die Sie je von Ihrer Familie gemacht haben. Ja, Lieferservice Haas, immer frisch, immer pünktlich. Haben Sie denn alles bekommen? Ja, und ich muss sagen, Ihr Kollege ist echt ein Glückspilz, er ist ja richtig edles Zeug. Stimmt. Ja, und so hübsch verpackt. Haben Sie das gemacht? Ich? Sehe ich so aus, als ob ich hier goldene Löckchen in Geschenkpapier zwirbeln könnte?
Die hatten einen Einpackservice. So, hier ist Ihre Rechnung und Ihr Restgeld. Ach nee, das treiben Sie mal. Bei so prompter Lieferung, da haben Sie sich Trinkgeld verdient. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ich zock doch keine Patienten ab. Also, keine, die ich mag. Außer beim Poker. Ja gut, da hatte ich eine Glückssträhne. Dafür kann ich jetzt nichts. So, ich stelle Ihnen die Tüte mal da vorne hin auf den Tisch. Ja, und ich will Sie auch nicht länger aufhalten. Sie werden ja hier gebraucht. Sie sind noch ein ganz gefragter Mann. Ja, mache ich. Aber Schwester Arno kommt gleich noch mal kurz vorbei und guckt nach Ihnen, ja? Tschüss. Tschüss. Also, Regina borgt mir das Geld, wir kaufen das Haus. Und da sagt man immer, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja, da kommt es eben auf die Freundschaft an. Worauf sollten wir anstoßen? Wir haben nämlich einen neuen Apfelsieder. Der ist... Otto, ich habe dich vorhin schon mit Frau Marquardt bei einer Verkostung gesehen. Na und? Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ehrlich gesagt, ich würde lieber mit euch anstoßen, wenn Regina dabei ist. So, Frau Ströwe. Bis morgen müssen Sie leider noch mit dieser Mahlzeit vorlieb nehmen. Geht es Ihnen nicht gut? Doch. Prima. So sehen Sie nicht aus. Sie schwitzen. Ist ja auch viel zu warm hier drin. Soll ich das Fenster aufmachen oder lieber einen Arzt rufen? Nein, verdammt nochmal. Kann man hier nicht mal einen Moment seine Ruhe haben? Wenn es schlimmer wird, melden Sie sich bitte, ja? Hallo? Jemand da? Hi! Hey! Aber was machst du? Ich hätte es doch schon selber gemacht. Besser nicht, bevor du noch mehr Klamotten von meinem Vater ruinierst. Du hast eingekauft? Ja, ich dachte, ich tue mal was Gutes, damit du nicht immer zwischen den Fronten stehst. Und was gibt's? Auflauf. Hast du zufällig ein Rezept für mich? Versuchst du dich jetzt bei mir einzuschleimen, damit ich doch mit dir zusammenziehe? Das will ich doch nie tun. Aber jetzt mal im Ernst. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Was für schöne Blumen. Ja. Aber die sind nicht von mir, die sind vom Flamenco-Kurs. Gute Besserung und du sollst ganz schnell wieder auf die Beine kommen. Ist das süß. Die müssen wir alle zu unserer Hauseinweihung einladen. Und die Schwestern und die Pfleger, die sind alle so bezaubernd zu mir. Dann geht es ihnen wohl wieder besser. Ja. Alles bestens. Die frische Luft hat mir gut getan. Vielen Dank nochmal. Bitte. Es ging dir nicht gut? Ach, Oberschwester Asio übertreibt. Sag mal, hast du den neuen Flamenco-Kursplan dabei? Ja, natürlich. Ich weiß auch schon, was dir am allerbesten gefallen wird. Bitte schön.